Jetzt ist die Zeit, wir bitten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Einen wunderschönen guten Tag hier aus der Gemeinde Wittau in Heidelberg. Wir möchten euch wieder die Gelegenheit geben, mit Maria, Daniel Exler und Piro nach Israel zu reisen. Und wir gehen schon mit der Gebetsarmee viele Jahre an diesen Ort in En Bokeh, im Toten Meer. Und wir haben jetzt wieder einen wunderbaren Termin bekommen. Am 12. bis 22. Februar sind wir mit der Gebetsarmee in Israel. Ihr könnt 9 Tage dabei sein, 11 Tage dabei sein, ganz so, wie ihr Urlaub bekommt. Und meldet euch schnell an. Wir werden euch auch telefonisch betreuen. Ihr könnt anrufen. Wir werden euch Flüge empfehlen und euch alle Informationen geben. Ich freue mich ganz besonders, dass Maria da ist, heute hier in Heidelberg, und wir bald mit ihr am Toten Meer zusammen sind. Danke. Ja, vor zweieinhalb Jahren, war ich das erste Mal bei so einer Konferenz am Toten Meer mit dem Pastor Piero Fay und Pastor Daniel Exler. Und das war eine lebensverändernde Erfahrung für mich. Also ich rate allen, die noch nie in Israel waren, kommt einmal und betretet das Land, in dem unser Herr Jesus Christus gewandelt ist. Und ihr werdet spüren, das ist eine eigene Atmosphäre. Und ich kann euch nur herzlichst raten, fangt an zu sparen. Die Reise ist nicht billig, denn die Flüge sind auch sehr teuer und das Hotel ist wunderschön. Also was man bezahlt, das bekommt man auch. Aber kommt. Kommt und erlebt Israel. Wisst ihr, das Tote Meer ist noch etwas ganz Besonderes. Es ist ja der tiefste Punkt der Welt. Und am tiefsten Punkt der Welt hat man die Chance, nochmal nach oben zu steigen. Und ich garantiere euch, die Konferenz heißt Glaube, Heilung, Gebet, dass ihr dort eine Begegnung mit Gott habt, die euer Leben verändern wird. Das ist unser tägliches Gebet von jetzt an bis zu der Konferenz. Also kommt mit einem offenen Herzen, mit einem bereiten Herzen, Gott zu suchen. Denn die, die ihn suchen, werden ihn finden. Und sie werden ihn finden, wenn sie glauben, dass er sie liebt von ganzem Herzen, dass er gute Pläne für sie hat. Und Gott hat, besonders in diesen jetzt verworrenen Umständen in der Welt, hat gute Pläne für die, die ihn suchen. Und er wird das gute Werk vollenden, dass er in jedem von uns, die sich mit Jesus Christus eins gemacht haben, wird er das gute Werk vollenden. Und da wollen wir vertrauen, dass diese Konferenz Glaube, Heil und Gebet ein richtiger Durchbruch wird in deinem Leben. Und ich freue mich sehr, dort eingeladen zu sein und mit diesen 2 wunderbaren Brüdern zu dienen, und freue mich, dich dort herzhaft mit einer österreichischen Umarmung, ein bisschen mit ugandischem Flair zu umarmen. Maria, wie ich mich erinnere, hast du ja auch da Geburtstag. Ja, da. Ich feiere jeden Tag meinen Geburtstag. Okay. Aber da wird wieder ein Jahr voll. Und zwar wieder ein 33. Jahr. Da freue ich mich ganz besonders, mit dir persönlich zu feiern. Danke. Und auch mit allen, die dabei sind. Und da möchte ich allen raten jetzt, feiert das Leben jeden Tag. Ein Tag im Jahr ist viel zu wenig. Feiert das Leben. Denn das Leben ist ein Geschenk. Und jeder Tag ist ein neues Abenteuer mit Gott. Und so rate ich euch. Seid bereit, jeden Tag zu feiern, als wäre es der letzte. Und so zu planen, als würdet ihr nie sterben. Shalom, shalom. Shalom.